Moin und herzlich willkommen. Ich bin Steffen von MemoryPC und ich möchte euch heute die neue AMD Radeon RX 7900 GRE vorstellen. Das ist die neueste High-End-Grafikkarte von AMD und GRE steht für Golden Rabbit Edition. Diese GPU basiert auf dem Navi 31 XL Prozessor und hat 80 Compute Units. Mit 16 GB VRAM und einem Boosttakt von bis zu 2245 MHz kann sie anspruchsvollste Spiele flüssig darstellen. Dabei ist sie mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 260 Watt deutlich sparsamer als der Rest des High-End-Lineups. Leistungstechnisch liegt die Karte knapp unter einer 7900 XT und ist zu diesem Kurs gerade ein absoluter Preis-Leistungskracher. Wie wir in den WQHD-Benchmarks sehen, hat die Karte auch noch ordentliche Reserven für 4K. Die Karte, die wir hier verkaufen, ist im sogenannten MBA-Design, made by AMD, und sieht wirklich aus wie aus einem Guss. Also ist wirklich super solide gebaut. Dadurch, dass die Karte deutlich weniger verbraucht, muss das Kühlsystem natürlich weniger Verlustleistung ableiten und ist deswegen auch schön leise. Dieser Launch ist besonders aufregend für uns, denn diese Grafikkarte bekommt ihr in Deutschland exklusiv nur in unserem Online-Shop. Wenn du also zu den Ersten gehören möchtest, die 7900 GRE in den Händen halten, dann gönnt ihr eins von unseren exklusiven Systemen. Zum Beispiel in der Kombination mit dem 6-Kern-Prozessor Ryzen 5 5600 mit 16 GB RAM und einer 1 TB NVMe SSD für 999 Euro. Das ist ordentliches 4K-Gaming zu einem wirklich unschlagbaren Preis. Zu PCs, in denen die 7900 GRE mit einer qualifizierten CPU gebundelt ist, bekommst du im Moment sogar noch das Spiel Starfield gratis dazu. Natürlich kannst du alle Systeme im Shop individuell an deine Vorstellungen anpassen, damit sie deinen Anforderungen gerecht werden. Wenn ihr noch Fragen zur 7900 GRE habt oder Wünsche äußern wollt für Themen, die wir in den nächsten Videos behandeln, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare. So, und das wäre es erstmal von mir. Danke, dass ihr bis zum Ende da geblieben seid. Wäre cool, wenn ihr noch ein Like da lasst. Ach ja, wir sind übrigens auf der Gamescom. Wäre cool, wenn man sich vielleicht sieht.